bin da und du bist mit dabei. Herzlich willkommen zu einer Testfolge Game of Thrones Conquest. Dieses Spiel wurde mir vorgeschlagen im Google Play Store und ich bin Game of Thrones Fan. Deswegen habe ich gedacht, ich installiere das mal und starte das Ganze mal. Und denkt dran, wenn ihr Bock auf mehr habt, immer einen Like da lassen und einen Kommentar da schreiben. Das hier ist Daenerys, ne? Daenerys Sturmtochter. Und die ist schon ziemlich krass. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel im Moment. Und damit ihr mich ein bisschen besser sehen könnt, mache ich die Cam ein bisschen größer und mache sie hier runter. So, hier, Daenerys Targaryen. In Westeros herrscht das Chaos. Nur ein starker Herrscher kann die sieben Königslande vereinen. Okay, weiter. Keine Ahnung, was mich erwartet. Absolut keine Ahnung, müsst ihr wissen. So. Dies sind die großen Machtsitze, die nur darauf warten, erobert zu werden. Wirst du mir helfen, dem Reich Recht und Ordnung zurückzubringen? Ja, darf ich da Ja und Nein auswählen? Bring diese Soldaten nach Norden. Beweist mir eure Führungsqualitäten, okay? Ja, okay, wir sind an der Mauer. Und da ist Jon Snow. Die Mauer wird angegriffen. Meine Männer müssen hier die Stellung halten, um die Mauer zu verteidigen. Aber der Gegner bedroht auch unsere Flanke. Vernichtet sie, bevor sie die schwarze Festung erreichen. Oder alles ist verloren. Okay, was muss ich denn machen? Das hier sind die Bösen. Die klicke ich mal an. Das sind was? Angriff. Weiße Wanderer oder Wiedergänger. Sie wurden von den weißen Wanderern berührt. Darum kamen sie zurück. Darum sind ihre Augen blau geworden. Nur Feuer kann sie aufhalten. Samuel Tarly. Oh. Angriff. Okay. Regiment. Okay, dann gehe ich hier hin. Und jetzt kommen die. Das sind meine Truppen. Ach so, ja, gut. Ich muss da ja überhaupt nichts machen. Okay, ein großer Sieg. Der Norden wird deinen Mut nicht vergessen. Solltet ihr in Zukunft mal meinen Rat benötigen, könnt ihr euch auf mich verlassen. Wie, das war's jetzt? Mit nur 100 Soldaten hast du die Mauer gehalten. Ich habe gar nichts gemacht. Das war nur so eine Spielfigur. Was denn? Hallo, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr Action. Aber Leute, es ist kein Wunder, ne? Es ist ein Testding. Ich darf mir, glaube ich, von Mobile Games nicht so viel erhoffen. Ich finde halt Game of Thrones geil. Da stellt sich die Frage, was könntet ihr dann erst mit einer eigenen Burg erreichen? Oh, kriege ich eine eigene Burg? Tyrion, bitte helft unserem Freund, sich in seinem neuen Zuhause zurechtzufinden. Oh, hi, Tyrion. Der Gnom. In jedem Bordell und jeder Taverne zwischen hier und Königsmund erzählen sich die Leute Geschichten über deine Tapferkeit. Ich hab nur auf den Knopf gedrückt. Daenerys hat dir eine Burg geschenkt. Ihr bisheriger Besitzer, nun sagen wir, er hatte etwas Pech. Wer war das? Bolton? Kann es sein, dass es Bolton ist? Was könnte das sein? Was ist das hier? Oh, cool, meine Burg. Sicher, dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Aber halten wir uns nicht in der Vergangenheit auf. Okay. Die Burg gehört dir mit allen Titeln und Verpflichtungen eines Adelshauses. Du kannst sie neu aufbauen und erweitern. Okay. Als erstes müssen wir die Getreidesilos wieder auffüllen. Mit einer halbverhungerten Armee wirst du nichts erobern. Errichte Bauernhof. Zack. Level 1. Bauernhof. Bauen. Für 10 Sekunden. Okay. Gratis? Wie gratis? Nimm dies als Belohnung für deine gute Arbeit. Ich fördere Kompetenz, wo immer es geht. Und ein Lannister bezahlt immer seine Schulden. Okay. Errichte den Bauernhof. Questbelohnung. Oh, okay. Da kriegen wir jetzt hier oben, Leute. Da, das da. Du brauchst noch mehr kampfbereite Krieger. Der Ausbilder hat sich wieder betrunken. Becken wir ihn mit ein paar Ernüchterungstritten. Beginne mit der Truppenausbildung. Die findet hier statt. Okay. Ausbilden. 3 Minuten und 10. Okay, es ist ein Echtzeitspiel. Gut, während sie ausgebildet werden, überprüfen wir mal die Ernte. Ja, das war ich doch gerade, ne? Hier kann ich draufklicken. Alter, hä, das ging schnell. Okay, Sägewerk brauchen wir jetzt noch. Ich überfliege das gerade, weil ich lese jetzt nicht jeden einzelnen Satz vor. Okay. Innerhalb von 10 Sekunden, aber wir können noch gratis nochmal reinballern. Errichte Sägewerk. Zack, direkt Holz und Getreide wieder. Okay. Raben haben Nachricht von Jon Snow und Daenerys gebracht. Sammle deine Männer und folge mir. Sammle die Truppen. Geil. Okay. Questbelohnung. Ja, der Anfang, da ist, also der Einstieg scheint einfach zu sein. Okay, einsammeln.
Okay, und nun gehe ich jetzt hier drauf. Jetzt sieht man die Welt hier. So ist aus. Wo? Gegner marschieren gegen dich auf. Bau deine Stärke aus und verbessere deine Armee, um sie zurückzuschmettern. Wähle deine Schlachtenweise und such dir stark Verbündete. Niemand gewinnt einen Krieg ganz alleine. Okay. Und verliert niemals das Endziel aus einem Königsmund und einen eisernen Thron. Was? Ich soll denn jetzt erobern? Was? Okay. 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 Leute, was haltet ihr von dem Spiel? Soll das noch weiter ausprobieren? Oh, Banner freigeschaltet. Oh, schön. Willst du das sofort herstellen? Wie? Ich hab auf hier. Was? Der Mu. Was? Halt, stopp. Okay, muss ich jetzt dafür bezahlen, dass ich spiele? Ah, ne, ich kann hier auf X drücken. Meilenstein. Ah, abholen. Ah, okay. Ich dachte jetzt, ich muss bezahlen, dass ich das spielen kann. Leute, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wir sind auf jeden Fall, pass auf, was suchen wir uns denn aus hier für ein Dingsbums. Ah, warte, es geht ja so. Ne? Oh, wir sind der brennende Baum, weil es bombastisch ist. So Siegelzeichen, Abfarbe. Ah, ne, warte mal, den Baum machen wir schon braun, ne? Machen wir schon braun. Das Muster machen wir so. Hauptfarbe ist rot und die Nebenfarbe ist gelb. Oh! Leute, kann mir keiner erzählen, das ist bombastisch. So, das da. Speichern! Ne? Bombastischer Baum. Ich würde einfach mal sagen, wir sind in der Welt von Westeros, von Game of Thrones angekommen. Ich bin nur nicht wirklich überzeugt von dem Spiel. Überzeugt mich, dass ich vielleicht nochmal ein Video dazu mache. Mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo, mit einem Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.